Du willst 2 Jahre früher in Rente gehen, ohne Abschlag? Kannst du machen, wenn du zu diesem Zeitpunkt mindestens 45 Versicherungsjahre in der deutschen Rentenversicherung hast. Und da zählt eine ganze Menge mit, zum Beispiel wenn du gearbeitet hast natürlich, aber beispielsweise auch die Kindererziehung. Und auch Arbeitslosengeld, nicht Bürgergeld. Arbeitslosengeld zählt mit einer wichtigen Ausnahme, nicht in den letzten 24 Monaten direkt vor dem Rentenstart. Aber es gibt einen Trick, wenn du tatsächlich nur noch 2 Jahre brauchst für diese 45 Jahre und jetzt hier Arbeitslosengeld beziehen würdest, dann kannst du zusätzlich einen Minijob aufnehmen mit eigenen Rentenbeiträgen und die machen dann diese ganze Sache zur Pflichtversicherungszeit. Das zählt mit.